die Agenda 2030, der von den Vereinten Nationen vorgegebene Plan für Nachhaltigkeit und Armutsbekämpfung, ist das Thema bei den Vorsorgegesprächen 2023 im Katamaran des ÖGB. Wie kann die betriebliche Altersvorsorge zur Erreichung der österreichischen Nachhaltigkeitsziele beitragen, ist dabei die zentrale Frage in der Podiumsdiskussion mit den Sozialpartnern. Das österreichische Pensionssystem hat eine gute erste Säule, das staatliche Pensionssystem. Um aber wirklich stabil zu sein und nachhaltig für die Zukunft, das heißt für unsere Kinder und Enkelkinder, müsste es ein echtes Drei-Säulen-System werden. Und dazu bedarf es einer starken zweiten Säule. Das sind die sogenannten Betriebspensionen. Das muss flächendeckend für alle Österreicherinnen und Österreicher eingeführt werden. Und auch die dritte Säule, die individuellen Privatpensionen, sollten natürlich gestärkt werden. Damit Personen mit geringem Einkommen, in erster Linie auch Frauen, nicht in die Altersarmut abrutschen, müsse aber auch an anderen Schrauben gedreht werden. Für die Geringverdienerinnen wäre es wichtig, nur ist im Moment die staatliche Prämie ja abhängig vom eigenen Beitrag und daher profitieren eigentlich die besseren Einkommen, die einen höheren Beitrag leisten, meistens mehr davon. Da sollte man auf jeden Fall ansetzen, aber ich denke, jede zusätzliche Absicherung ist natürlich im Alter gut. Wenn Frauen Teilzeit arbeiten, dann muss man dort ansetzen, dass sie auch Vollzeit arbeiten können. Aber das kann nicht ein Pensionssystem reparieren. Ja? Man muss den Frauen die Möglichkeit geben, Vollzeit zu arbeiten. Und das geht derzeit nicht, weil die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht ausreichend vorhanden sind. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig sozusagen, dass eben für die Menschen, die eine ordentliche Erwerbsbiografie haben, die eben ihre Beitragszeiten geschafft haben, auch im Alter nicht in die Armut fallen. Und dafür muss das Rentenversicherungssystem inklusiv sein. Es muss möglichst viele Versicherungsverhältnisse abdecken. Hinzu kommt die Angst der jüngeren Generation, erst gar keine Pension mehr zu bekommen. Diese besteht zwar schon seit Jahrzehnten, ist aber angesichts der Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation derzeit besonders präsent. Da ist jetzt der Staat gefordert, die Demografie abzufedern. Und dann ist aus meiner Sicht das Pensionssystem auch gut gerüstet. Alterssicherung ist immer eine Lebensaufgabe für den Staat, der tatsächlich über Generationen hinweg ausgleichen muss, aber auch für den Einzelnen. Und dementsprechend langfristig vorsorgen. Und je früher man anfängt vorzusorgen, umso leichter wird's. Vertrauen in das staatliche Pensionssystem und ein Bewusstsein für private Vorsorge. Was noch fehlt, ist eine betriebliche Zusatzpension für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich. Dafür könnte der im Regierungsprogramm vereinbarte Generalpensionskassenvertrag sorgen. Es gibt jedenfalls kein einziges Argument, das mir bis jetzt jemand sagen konnte, welches dagegen sprechen würde. So gesehen müssen hoffentlich in der Politik nur mehr alle die Vernunft einschalten. Dann wird er ganz sicher noch in der Legislaturperiode kommen. Und dann wäre ein weiterer Schritt in die richtige Richtung getan für die Ziele Österreichs und eine sozial nachhaltige Zukunft.